Und sie haben Kopfgeld auf ihn gesetzt, aber das Problem war, diese Bilder waren 8 Jahre alt. Das heißt, der sieht nicht mal 1:1 so aus wie auf den Bildern, die die Polizei verbreitet. Und da er sich selbst verstümmelt hat, sieht er noch weniger so aus, wie er aussehen sollte oder wie er auch auf den Bildern aussieht. In ganz Japan hat ihn kein einziger Mensch gefunden und niemals erkannt. Man hat zwar immer gehört, dass er da sein könnte und dass man vermutet, dass es er ist, aber man wusste es nie und man war sich nie sicher. Und er ist in komplett Japan rumgereist, von Tokio angefangen zu anderen Städten, hat ein bisschen nebenbei gearbeitet, auf Bauarbeiten, Internetcafés hat er geschlafen und es hat ihn in dieser Zeit keiner wirklich erwischt. Ebenfalls hat er in einem Bauunternehmen gearbeitet und in diesem Bauunternehmen gab es mal ein Event, wo die sich treffen sollten und Bowling spielen sollten zusammen in einer Bowling-Arena und ein gemeinsames Foto, ein Arbeitsfoto sozusagen, also mit allen Mitarbeitern machen wollten, also der Chef wollte das machen und die ganzen Mitarbeiter waren einverstanden. Der Einzige, der so komisch war und gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ich will nicht unbedingt.